Es kommt wieder Bewegung rein in Sachen Leroy Sané und ein möglicher Wechsel zum FC Bayern. Außerdem gibt es immer mehr Ungereimtheiten rund um die Weltfußballerwahl. Und wir haben einen kuriosen Uhrenklaus-Skandal in Frankreich. Das alles und viel mehr jetzt bei uns. Wie immer, wenn euch das Video gefällt, dann abonniert unseren Kanal und lasst ein Like da. Es gibt mal wieder Neuigkeiten in Sachen Leroy Sané. Uli Hoeneß hat neue Spekulationen angeheizt. Der Bayern-Präsident hat Kontakt bestätigt und hat dem US-Magazin Sports Illustrated Folgendes gesagt. Wir müssen abwarten, wie sich seine Genesung gestaltet. Im Januar oder Februar werden sich die neuen Entscheidungsträger zusammensetzen und sich Gedanken machen. Im vergangenen Sommer, also in dem vergangenen Transferfenster, da war ja ein Wechsel gescheitert aufgrund des Kreuzbandrisses von Leroy Sané. Nun geht es also scheinbar wieder los. Der Marktwert des deutschen Nationalspielers liegt bei 100 Millionen Euro. Noch immer ist unklar, wo die Zukunft von Alexander Nübel liegt. Der Torhüter des FC Schalke ist heiß begehrt. Laut der Bild ist zumindest eine Entscheidung gefallen. Nach Leipzig werde der 22-Jährige nicht gehen, heißt es. Das habe Nübel den RB-Verantwortlichen mitgeteilt. Bereits in der vergangenen Transferperiode wollten ihn die Sachsen für 13 Millionen Euro verpflichten. Nübel hat auf Schalke noch Vertrag bis kommenden Sommer. Der italienische Meister Juventus Turin ist auf der Suche nach einem Linksverteidiger und dabei wohl möglich bei Bayer Leverkusen fündig geworden. So meldet es zumindest das italienische Portal Calciomercato. Im Fokus steht dabei Wendell. Der 26-jährige Linksverteidiger hat noch einen Vertrag bis 2021. Sein Marktwert aktuell 20 Millionen Euro. Stürmer Gonzalo Higuain kann sich eine Rückkehr zu seinem Ex-Club River Plate gut vorstellen. Das sagte der Argentinier in einem Interview mit Fox Sports. Aktuell steht der 31-Jährige beim italienischen Rekordmeister Juventus Turin unter Vertrag. Hat dort auch noch bis 2021 Vertrag und er sagt Folgendes. Ich werde keine Türe schließen. Ich habe noch 2 Jahre Vertrag. Danach werde ich weitersehen. Ich bin immer noch großer River-Fan. Um die Wahrheit zu sagen, ich weiß nicht, was passieren wird. Im Moment möchte ich meine Zeit bei Juventus genießen. Der SSC Neapel will den Vertrag mit Dries Mertens verlängern. Der Kontrakt des Angreifers läuft im kommenden Sommer aus. Nach Informationen von Calciomercato soll Mertens einen neuen Vertrag bis 2022 unterschreiben. Neben einem höheren Gehalt soll es eine Ausstiegsklausel in Höhe von 30 Millionen Euro geben. Christian Eriksen ist nach Harry Kane der wertvollste Spieler bei Tottenham. 100 Millionen Euro Marktwert. Er steht natürlich auf den Wunschlisten vieler Clubs. Jetzt hat er aber angeblich einen Vorvertrag beim spanischen Rekordmeister Real Madrid unterschrieben. Das will zumindest der Daily Mirror wissen. Details wurden in dem Bericht nicht genannt. Eriksens Vertrag bei den Spurs läuft im Sommer 2020 aus. Das heißt, da wäre er dann ablösefrei. Ab der kommenden Saison geht US-Club Inter Miami erstmals in der MLS an den Start. Die Frage ist noch, wer wird der erste Trainer des Vereins von Besitzer David Beckham? Und dieser Mann ist ein heißer Kandidat, zumindest laut dem Online-Portal The Athletic. Santiago Solari, er kennt David Beckham gut aus seiner Profizeit bei Real Madrid Anfang der 2000er. Der Argentinier war auch zuletzt Trainer bei den Königlichen. Ja, Beckham will ja ein Team mit einigen Stars und eben einem bekannten Trainer aufbauen. Als Stars unter anderem auch Lionel Messi und David Silva im Gespräch. Irgendwann mal natürlich auch erst. Dann kommen wir zu Moussa Dembélé, Mittelstürmer von Olympique Lyon. Er spielt eine sehr gute Saison, 6 Spiele, 6 Tore. Nun steht er offenbar auf der Wunschliste von Manchester United. Das berichtet Daily Mail. Der Premier League Club hat Bedarf in der Offensive. Durch den Wechsel von Lukaku und die Leihe von Sanchez zu Inter Mailand gibt es häufig Engpässe. Nun soll ein Wechsel im Winter angegangen werden. Marktwert 30 Millionen Euro aktuell. Der frühere kolumbianische Nationalspieler Freddy Guarín hat voraussichtlich einen neuen Club gefunden. Der aktuell vereinslose 33-Jährige steht vor einer Vertragsunterschrift bei Vasco Gadama in Brasilien. Zuletzt stand Guarín zwischen Januar 2016 und Juni 2019 in der Chinese Super League bei Shanghai Shenhua unter Vertrag.
Wir haben mal wieder ein neues Marktwert-Update für euch, und zwar ein Zwischenupdate aus Frankreich, aus der Ligue 1. Und beginnen wollen wir mit ein paar Downs, das heißt mit Spielern, deren Marktwerte gesunken sind. Los geht es dabei mit einem prominenten Namen, mit diesem Herren hier, Mauro Icardi. Der Argentinier kam im Sommer per Leihe von Inter zu PSG, hat allerdings erst ein Spiel in der Ligue 1 absolviert. Sein Marktwert von 80 Millionen Euro gesunken, und zwar auf 75 Millionen Euro. Auch der Marktwert von Cesc Fabregas ist gesunken. Er ist aktuell kein Stammspieler mehr in Monaco, und auch altersbedingt sein Marktwert jetzt geringer, von 15 Millionen Euro auf aktuell 12 Millionen Euro gesunken. Der Marktwert des 32-jährigen Spaniers. Kevin Strootman. Er hat 7 Pflichtspiele absolviert, aber leistungsbedingt und auch ein bisschen altersbedingt ist sein Marktwert gesunken. Der 29-jährige zentrale Mittelfeldspieler von 20 Millionen Euro auf aktuell 12 Millionen Euro. Dann kommen wir zu Leandro Paredes, 25-jähriger defensiver Mittelfeldspieler von der PSG. Spielt aktuell in Paris allerdings kaum eine Rolle. 7-mal in der Liga im Einsatz, allerdings kein Mal über 90 Minuten. Also er hat an Wichtigkeit verloren, dementsprechend auch sein Marktwert geringer, von 35 Millionen Euro auf 25 Millionen Euro gesunken. Er ist das größte französische Torwarttalent, Alban Lafont. Er hat sich in der vergangenen Saison einen Stammplatz erkämpft in Florenz, ging im Sommer auf Leihbasis zurück nach Nantes und deshalb ein kleines Downgrade von 17 Millionen Euro auf 12 Millionen Euro. Nach den Downs kommen wir zu den Ups, also zu den Spielern, deren Marktwert sich gesteigert hat. Das sind fast ausschließlich junge Spieler. Anfangen wollen wir aber mit ihm hier, mit Idrissa Gueye. Er kam im Sommer für 30 Millionen Euro von Everton zu PSG, hat sich mittlerweile einen Stammplatz im Mittelfeld erkämpft und seinen Marktwert von 25 Millionen auf 30 Millionen Euro gestiegen. Das 16-jährige Top-Talent Eduardo Camavinga, das ist aktuell in aller Munde und am Durchstarten, glänzte unter anderem am zweiten Spieltag beim Sieg über die PSG mit einer Torvorlage, und der Marktwert ist rasant gestiegen von 4 Millionen Euro auf 20 Millionen Euro. Jonathan Ikoné, auch sein Marktwert gestiegen. Er feierte das Nationalmannschaftsdebüt und hat dabei auch direkt getroffen. Und nach dem Abgang von einigen Offensivkräften in Lille hat er nun einen Stammplatz im offensiven Mittelfeld sich erkämpft. Sein Marktwert von 15 auf 27 Millionen gestiegen. Jeff Rang-Adelais kam für 25 Millionen Euro vor der Saison von SCO Angers nach Lyon. Dort hat er in 5 Einsätzen ein Tor erzielt und eine Vorlage. Sein Marktwert von 11 Millionen auf 25 Millionen Euro gestiegen. Der FC Arsenal verpflichtete das 18-jährige Verteidigertalent William Saliba im Sommer für 30 Millionen Euro und verlieh ihn dann direkt zurück nach Saint-Étienne, damit er Spielpraxis bekommt. Sein Marktwert gestiegen, mehr als verdoppelt, von 12 auf 25 Millionen Euro. Youssef Attal hat eine starke letzte Saison gespielt, stand und steht im Fokus von diversen Top-Clubs, ist ein torgefährlicher Spieler auf der rechten Seite, 23 Jahre alt, sein Marktwert von 20 Millionen auf 25 Millionen Euro gestiegen. Ryan Aitnouri, mit 18 Jahren schon ein Stammplatz, den hat er sich erkämpft bei Angers in Frankreich, und diese Saison glänzt er bereits 2-mal als Vorlagengeber. Er hat jetzt einen Marktwert von 6 Millionen Euro. Arthur Zagre, er erhält seinen ersten Marktwert. Der 17-jährige Linksverteidiger kam im Sommer für 10 Millionen von PSG nach Monaco und kann bislang einen Kurzeinsatz aufweisen. Aufgrund der hohen Ablöse erhält er einen Marktwerteinstieg von 7 Millionen Euro. Soweit das Update aus Frankreich und alle Marktwerte natürlich wie immer bei uns im Internet auf transfermarkt.de. Der FC Barcelona muss eine Strafe zahlen, weil sie beim Transfer von Antoine Griezmann gegen das Disziplinargesetz verstoßen haben. Allerdings konnte kein grober Verstoß nachgewiesen werden, deswegen nur eine geringe Strafe. Und jetzt das Kuriose, die Höhe der Strafe nur 300 Euro. Nochmal zur Erinnerung, der Wechsel an sich war 120 Millionen Euro schwer. Da hätte man sich ehrlich gesagt die 300 Euro Strafe auch sparen können. Und zum Vergleich mal ein kleines Rechenbeispiel, 300 Euro, das verdient ein Lionel Messi in wenigen Augenblicken.
Und Messi, ein gutes Stichwort, denn es gibt weiter Wirbel rund um die Wahl zum Weltfußballer. Nicht, weil der Argentinier die Auszeichnung nicht verdient hätte. Nein, es gibt immer mehr Ungereimtheiten rund um die Wahl. Zum Beispiel rund um eine Stimme aus dem Sudan. Der Sudan-Chefcoach Srafto Logarusic twitterte nämlich ein Foto seines Stimmzettels, auf dem das Erststimmenkreuz neben dem Namen des Ägypters Mohamed Salah vom FC Liverpool gesetzt ist. Laut der offiziellen FIFA-Liste ging die Stimme jedoch an Lionel Messi, der letztendlich die Wahl auch gewonnen hat. Und Salah, der hat richtig Pech gehabt. Wie die FIFA nämlich in einer Erklärung mitteilte, waren die Stimmen des ägyptischen Verbandes ungültig. Grund war, dass der Wahlzettel in Großbuchstaben ausgefüllt worden ist und das ist nicht erlaubt, deswegen ungültig. Des Weiteren fehlte eine notwendige Unterschrift des Verbandssekretärs, die obligatorisch für eine gültige Stimmabgabe notwendig ist. Also viel Pech für den ägyptischen Nationalspieler. Der OGC Nizza sorgt gerade abseits des Platzes für Schlagzeilen. Grund: eine gestohlene Luxusuhr von diesem Herrn hier, Kasper Dolberg, dem Neuzugang. Der Vorfall hat sich am 16. September während einer Trainingseinheit ereignet. Der Täter ist auch schon bekannt, ausgerechnet ein Teamkollege. Lamine Diaby Fadiga hat zugegeben, das gute Stück geklaut zu haben. Der 18-Jährige hat sich auch schon entschuldigt. Trotzdem droht der Rausschmiss. Der Verein hat sich bislang offiziell noch nicht geäußert. Der frühere französische Nationalspieler Jérémy Ménez hat nach rund einem Monat Vereinslosigkeit einen neuen Club gefunden. Der 32-Jährige unterschrieb einen Vertrag bis Saisonende bei Paris FC. Beim Tabellenletzten der Ligue 2 trifft er unter anderem auf den früheren Bundesliga-Profi Jonathan Pitroipa. Und dann haben wir noch Fritz Keller. Er ist wie erwartet einstimmig zum neuen DFB-Präsidenten gewählt worden und zwar auf dem DFB-Bundestag heute in Frankfurt. Er tritt damit die Nachfolge an von Reinhard Grindel, der nach 3 Jahren als Präsident zurückgetreten war. Grund war die Affäre um die 6.000 Euro Luxusuhr und falsche Angaben über finanzielle Einkünfte. Der 6. Spieltag in der Fußball-Bundesliga steht an. Wir kommen zum Expertentipp und dieser kommt in dieser Woche aus Freiburg von Yannick Haberer. Der Mittelfeldspieler des Überraschungsteams aktuell in der Bundesliga tippt folgende Partien. Los geht's natürlich mit dem Freitagsspiel. Union gegen Frankfurt, das Unentschieden tippt er dort. Dann den deutlichen Sieg für die Bayern. Leverkusen in Augsburg sagt er 2-1. Heimsiege für Mainz und Hoffenheim. Der Tabellenführer Leipzig, sagt er, der wird weiter dominieren. Dann der Dortmunder Sieg im Topspiel am Samstag gegen Bremen. Und natürlich sagt er einen weiteren Sieg für Freiburg voraus. 2-1 in Düsseldorf. Das wäre dann schon der 4. Saisonsieg. Und Freiburg dann hätte schon 13 Punkte. Soweit also der Expertentipp von Yannick Haberer vom SC Freiburg. Das war Transfermarkt TV für diesen Moment. Diskutiert gerne weiter mit in den Kommentaren unter unserem Video. Zum Beispiel rund um Leroy Sané. Sollen die Bayern einen neuen Anlauf wagen, ja oder nein? In der kommenden Woche haben wir ein Transfermarkt-Update aus der Bundesliga für euch. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Bis dahin bleibt natürlich einfach auf diesem Kanal. Hier oben findet ihr zum Beispiel die aktuellsten Marktwert-Updates in unserer Playlist und hier unten das aktuellste Video. Also bleibt einfach dabei.